Es ist Dominations-Zeit, Leute, und ich melde mich endlich zurück vom Atomzeitalter-Account. Nachdem mein Account gewisse Probleme am Wochenende hatte, und zwar insofern, dass am Sonntag all meine Forschungen und all meine Upgrades ausgelaufen sind. Das hatte ich tatsächlich noch nie, das war auch nicht geplant. Sprich, alle meine Gebäude sind fertig geworden, ich hatte 19 von 19 Bewohnern frei. Da ich aber meine Upgrade-Reihenfolge nicht verschieben wollte und einfach irgendwas upgrade, damit ich es abgegradet bekomme, habe ich das dann stur durchgezogen. Ich meine, es wäre ein Panzerdepot für knapp 8, irgendwas Millionen, die Botschaft für 8 Millionen, die Uni für 5 Millionen und letzten Endes noch der Scharfschützenturm für 6 Millionen. Geschafft habe ich alles nicht mehr an einem Tag. Ich musste Montagabend den Scharfschützenturm nachholen. Alles in allem sind es über 20 Millionen Gold und 8 Millionen Nahrung gewesen. Das war auf jeden Fall eine ganz schöne Herausforderung, das alles auf so kurze Zeit zu farmen. Vor allem, wenn man sich dann selbst auch immer so einen blöden Zeitdruck und sowas macht. Blibbeliblabliblub. In meiner Basis läuft es auf jeden Fall jetzt. 5 bis 6 Tage lang habe ich jetzt vorerst nichts zu tun und werde damit verbringen, dann auch Mauern wieder mal zu leveln. In Seratuls Basis allerdings habe ich erstmal damit jetzt begonnen oder habe mir vorgeschrieben, ich werde keine Defensiv-Upgrades machen, sonst stecke ich hier so viel Zeit in den Account, dann ist das quasi auch schon wieder ein Vollzeit-Account für mich. Sprich, ich werde hier nur Offensiv-Upgrades machen und mich darum kümmern, dass die Offensive gemaxt wird und dass ich Erfahrung sammle mit der neuen Offensive. So seht ihr zum Beispiel unter anderem, dass ich MTWs ausgebildet habe, weil ich die testen möchte, kosten 12 Truppenplatzbedarf. Aber ich habe gemerkt beim Farmen, wenn man auf die richtigen Basen damit geht, verrecken die nicht oder verrecken die in den seltensten Fällen und produzieren immer schön neue Infanterie, also quasi Kanonenfutter für die Mörser. Ich muss mal schauen, ob das überhaupt Sinn macht, die dann mitzunehmen oder ob es nicht besser wäre, die 12 Truppenplatz, also insgesamt 24 Truppenplatz, was nicht wenig ist, in Haubitzen oder andere Sachen zu investieren. Mein erstes Ziel wird es aber sein, erstmal die Helikopter freizuschalten. Denn Helikopter, wie ihr vielleicht wisst, haben nur einen Truppenplatzbedarf von 8. Bedeutet weniger als normale Artillerie, haben eine größere Reichweite, ebenso Flächenschaden, aber deutlich geringeren Schaden an sich. Und meine Experimente werden, sobald ich die freigeschaltet habe, dahingehend sein, dass ich die Haubitzen mal komplett weglasse und nur mit Angriffshelikoptern spiele. Und dann wird sich zeigen, ob das Sinn macht fürs Farmen. Fürs Farmen mit den Briten, vielleicht sogar generell fürs Spielen. Was ich hierbei für Bedenken habe allerdings ist, erstmal die Reichweite ist sehr groß, was mir zuvorkommt, bedeutet die Helikopter, gerade auch weil sie nur auf Verteidigungsgebäude gehen, soweit ich das gesehen habe, stimmt das? Genau, Verteidigungsgebäude, müssten einen leicht anderen Fokus legen als meine Feldhaubitzen derzeit und zum Beispiel Ressourcengebäude ignorieren. Was das Gute ist, wie gesagt, sie haben mehr Reichweite als Haubitzen. Was das Negative ist, sie haben, wie gesagt, erstmal visieren sie nur Verteidigungsgebäude an. Da kann es sein, dass sie teilweise anders vorrücken als meine Resttruppen, gerade wenn jetzt ein großer Anteil von Nicht-Verteidigungsgebäuden im Weg steht. Und was noch das Problem ist, sie können über Mauern fliegen, was an sich sehr schön ist, was aber zum Problem der Separierung führen kann, also dass die Truppen sich einfach voneinander trennen, wenn jetzt eine Mauer im Weg ist und die Helikopter einen komplett anderen Weg nehmen als meine Fernkämpfer. Aber gerade um solche Situationen kennenzulernen, ist es wichtig, Erfahrungswerte zu sammeln. Und da bin ich sehr dankbar, dass ich die hier auf dem Account sammeln kann. Ebenso wurde ich endlich mal, keine Ahnung warum jetzt erst, vom Influence-Service von Nexon kontaktiert. Das ist der Service, der unter anderem meinen YouTube-Channel supportet, indem er mir zum Beispiel einen riesig gekronten mit 300.000 Kronen Dominations-Account zur Verfügung stellt. Und die haben mir jetzt erste analytische, also von Google Analytics oder von YouTube Analytics, erste Daten abgefragt, um quasi einordnen zu können, wie groß mein Kanal ist, was ich für Leute erreiche, auf welchen Plattformen, welche Demografie, also sprich welches Alter ich abziele, all solche Sachen. Und da bin ich relativ erfreut, da scheine ich demnächst mehr von hören zu können. Wenn ich Glück habe, staube ich einen dicken Account ab, aber das wird die Zeit zeigen. Zu meinem Update zu den German Royals, hier bin ich natürlich bei den Teletubbies auf Seratul oder bei Seratuls Account. Bei meinem ersten Account bin ich bei den German Royals, besser gesagt in der Testallianz, wo ich auch Weltkriegsangriffe hochgeladen habe. Bis jetzt hat sich mein Eindruck über die German Royals bestätigt. Es ist eine sehr professionelle Allianz mit starken Spielern, die auch schon das Prinzip, was wir nutzen, sprich das Austauschen über Line, WhatsApp und vor allem das Hochladen von Angriffen, von Basen und von anderen Sachen, also sprich das gemeinsame Evaluieren über Fehler als auch über gute Aspekte bereits durchführen. Und das ist meiner Meinung nach auch Grund dafür, warum sie so erfolgreich sind. Die Aufnahme bei den German Royals war überwiegend relativ freundlich. Ein paar waren sehr kritische Stimmen, aber das bleibt ja jedem selbst überlassen. Alles in allem muss ich sagen, ist eine sehr starke Allianz, die auch definitiv ihren Weg geht. Eine der stärksten deutschen Allianzen und auch generell würde ich sie als relativ stark betrachten. Das Mitnehmen oder quasi das Droppen durch Babys, Dropper, Sandbagger, wie auch immer man sie nennen möchte, scheint hier relativ verpönt zu sein, wird allerdings dennoch betrieben, aufgrund der Tatsache, dass man sagt, dass, was man letzten Endes nicht überprüfen kann, ob es eine Ausrede ist oder ob es tatsächlich weit ist, dass man sagt, alle anderen machen es, also müssen wir es ja auch machen. Die Ausrede benutzt letzten Endes ja jeder. Dazu werde ich aber keine Stellung nehmen.
Ja, an sich muss ich sagen, die Atmosphäre gefällt mir jetzt. Es ist in Ordnung, es wird auf jeden Fall auch viel geschrieben, aber die ist so ein bisschen an mir vorbeigegangen, vor allem zumal aufgrund der teils kritischen Grundstimmung. Der Weltkrieg ist jetzt bald auch vorüber, dann werde ich die Germ Royals verlassen und ich muss sagen, es ist jetzt nicht so, dass ich länger geblieben wäre. Aber Schluss damit. Ihr seht, der Ausbildungssegen läuft noch. Heißt, wir werden testen, wie sich die Atomzeitaltertruppen, gerade die sehr ausgebauten Atomzeitaltertruppen, also oder sehr starken Atomzeitaltertruppen, in Form erforschter britischer Scharfschützen oder Fernkämpfer, wie man sie nennen mag, mit Feldhaubitzen und in Kombination mit zwei MTWs bezahlt macht. Ihr seht, ich bin bei 733 Orden, ich habe mich von 1400 runtergedroppt. Im Atomzeitalter ist es extrem heftig. Wenn man 1, 2, 3 Tage nicht online ist, geht man bis auf 1700 Orden hoch und da oben findet man dann übertrieben heftige Basen. Also wo es dann, klar, die kriegt man irgendwie mit Biegen und Brechen platt, aber von Ökonomie braucht da keiner mehr reden. Rein um zu zeigen, was das Matchmaking mir anbietet, zeige ich euch jetzt jede Basis, die mir bei 700 Orden angezeigt wird. Das hier ist zum Beispiel die erste Basis. Da werden wir auch direkt versuchen, volle Beute zu holen. Was auch sehr erfreulich ist durch die Flugzeugforschung, also sprich, hier sind globale Zeitalter, ich meine, es wären globale Zeitalter, gemaxte Flugzeuge, also noch nicht Atomzeitalter gemaxte Flugzeuge, aber globale, wie gesagt. Und durch ein bisschen Uniforschung sind sie extrem stark, die Flugzeuge, und man kann sich hier sehr stark behaupten. Wodurch man auch sehr viele Fehler wieder ausbügeln kann, die man spielerisch ansonsten macht. Oh, ich sehe, ich habe nur 2 Flugzeuge dabei. Apropos spielerische Fehler, ich habe eben 2 Flugzeuge verloren in meinem letzten Angriff. Da habe ich dann eine zu dicke Basis genommen, wo ich mir gesagt habe, ach komm, die schaffst du. Die habe ich auch geschafft, die hatte Segen an, die war global max nahezu. Aber es hat mich, wie gesagt, 2 Flugzeuge gekostet. Und Flugzeuge, also Flugeinheiten, egal was man jetzt spielt, Transporter, Jagdflugzeuge oder was auch immer, sind und bleiben erste Wahl, wenn man ökonomisch farmen möchte, sprich Basen platt machen möchte, die bis zum gewissen Ausbaustatus, und für meine Meinung ist das, damit man nicht zu viel Truppen verliert und flüssig weiterfarmen kann, sollte das bis Industriezeitalter Max gehen. Alles darüber hinaus wird gefährlich, weil es euch einfach extrem viel Truppen kosten kann, je nachdem wie sauber und akkurat man spielt. Ja, die MTWs bis jetzt haben sich gar nicht mal schlecht gemacht. Beide sind noch am Leben und ich sehe, es werden auch fleißig Infanteristen produziert, die vorne weglaufen. Hier seht ihr die Infanteristen, das ist mittlerweile schon eine ganze Schar. Man kann ja mal hochrechnen, 2 von den Infanteristen werden produziert alle 9 Sekunden. Wir haben 2 MTWs, bedeutet in Summe produzieren wir alle 9 Sekunden 4 Infanteristen und über so einen gesamten Kampf hinweg müssten das so 90 Sekunden, 180 Sekunden, ja, ich denke mal so 180 Sekunden. Also roundabout, boah, jetzt muss ich rechnen und gleichzeitig angreifen. 180 Sekunden durch 9 sind 20 mal 2, 40 Infanteristen müssen wir produzieren, was auf jeden Fall eine Menge ist. Ich muss jetzt ein bisschen ein Auge drauf halten, dass meine MTWs sauber, nicht von den Kanonentürmen zerfleischt werden. Weil aufgrund der geringen Reichweite sind die MTWs natürlich extrem anfällig gegen Kanonentürme. Die rollern natürlich auch immer mit nach vorne, was schöner wäre, wenn sie hinten bleiben würden. Aber man kann halt nicht alles haben. Auf jeden Fall habe ich, soweit ich das gesehen habe, relativ wenig. Kann mir jetzt nicht genau sagen, wie viele, aber es dürften sehr wenige Fernkämpfer sein, die ich verloren habe. Keine Artillerie und somit haben die Infanteristen voll ihr Soll erfüllt, zumal sie ja vorne auch noch Schaden machen. Die stecken ja nicht nur Schaden ein. Bei den MTWs habe ich noch nicht ganz rausgefunden, ob die tatsächlich auch Unterdrückung verursachen. Wenn ihr hier seht, wenn die schießen wie die Gatling-Gunner unserer Fabrik und die verursachen ja bekanntlich Unterdrückung. Sprich, bei Feinden wird der 2 Fernkämpfer habe ich verloren, ohne jetzt großartig Flugzeuge einzusetzen. Je nachdem muss ich mal schauen, wie sich das anbietet. Vielleicht sollte man sogar noch einen MTW mehr mitnehmen. 3 Stück hören sich auf jeden Fall nach einer Menge Feuerkraft an, die man produziert. Was man natürlich dazu rechnen muss, hier die letzte Kaserne ist noch nicht upgegradet. Und bei den Flugzeugen, ich muss mal nachschauen, auf welcher Stand die sind. Die sehen aus wie globales Zeitalter Max, aber die dürften jetzt ja bis MK18 gehen, oder? Flugzeuge. Und das ist ein Angriffsjäger MK1. Erfordert Flugplatzstufe 4. Ja, also das Atomzeitalter haben wir noch nicht angebrochen. Sprich, da dürften noch massig, ich glaube 6, vielleicht sogar 12 Forschungen nachfolgend sein fürs Atomzeitalter. Mit dem Gold, das ich jetzt gleich farme, werde ich eine Defensivforschung tatsächlich in Anspruch nehmen. Und zwar in der Bücherei für 6,6 Millionen das letzte Flugabwehrkapitel. Und ansonsten sind wir auf 9,25 Millionen Nahrung aus, womit wir dann die erste Forschung für unsere Helikopter anwerfen wollen. Soweit ich weiß, und das habe ich irgendwie im Kopf von der, bin ich mir ziemlich sicher, gibt es noch eine zweite Forststufe, mindestens eine zweite, vielleicht sogar eine dritte Stufe, für die Helikopter zum Erforschen. Wie gesagt, ich muss mir das Ganze mal anschauen, ob es hier eine zusätzliche Stufe gibt. Das wäre natürlich ziemlich geil, wenn man die Helikopter nicht nur einmal, sondern mehrmals erforschen könnte. Später am Ende der Sendung gibt es noch einen Auftritt von Kraftwerk, den ich deswegen besonders erwähne.
Hier, das ist jetzt eine Basis. Es sind relativ viele Basen, die man dann so ab 700 Orden findet, aber signifikant besser als im globalen Zeitalter, muss ich sagen, ist der Loot hier nicht. Das Einzige, was man findet, sind deutlich höher ausgebaute Basen dabei. Und zudem sehr viel höhere Basen. Also das hier ist natürlich jetzt kein Beispiel dafür, aber alles in allem hat sich oder fühlt sich das derzeit im globalen Zeitalter besser an, wenn man jetzt miteinander vergleicht. Schaffbare Basen mit viel Loot, zu starke Basen mit viel Loot, nicht schaffbare Basen mit viel Loot und schaffbare Basen mit zu wenig Loot. Das ist zum Beispiel so ein Beispiel. Klar, die Basis könnte man jetzt platt bekommen, dann haue ich auch einfach alles raus, was ich habe. Dann habe ich einmal 425.000 gemacht, aber ich glaube, das muss ich den meisten von euch nicht erklären. So kann man nicht lange farmen. Gerade im Atomzeitalter kosten die Upgrades extrem viel und da ist man meiner Meinung nach drauf angewiesen, wenn man kein Geld investieren möchte. Genau wie in allen Zeitaltern vorher, eventuell sogar noch stärker im Atomzeitalter, dass man ja, das Ganze ökonomisch macht. Sprich, viele Basen platt macht, lieber viele kleine als eine große. Zumal die vielen kleinen Basen dann tatsächlich auch noch mehr Beute geben als die große insgesamt. Das hier wäre so eine globale Zeitalter-Max-Basis, die jetzt auch schön viel Nahrung hat, die ich gebrauchen könnte, aber wo ich höchstwahrscheinlich den allergrößten Teil meiner Armee verlieren würde und dazu Taktiken setzen muss. Das ist wieder so ein Beispiel, eine zu starke Basis dafür, dass man fast keinen Beute abstaubt. Klar, hier ist Öl zu holen. Was ich eben noch, falls noch zu bedenken gebe, droppt euch nicht einfach so kopflos. Es sind sehr, sehr, gerade wenn man im Late Game ist, sprich im Atomzeitalter, und man trifft hier solche globalen Atomzeitalter-Spieler, die sind auch nicht dumm und viele von denen sind aktiv. Wenn ihr euch jetzt an denen droppt quasi und einen Orden runterschmeißt, indem ihr nur einen Fernkämpfer setzt, kann es gerade bei aktiven Spielern sein, dass sie euch das übel nehmen, lustig sind oder was auch immer, und dann kommen sie bei euch vorbei, nehmen Rache und klauen euch einiges. Das wäre jetzt zum Beispiel schon so eine Basis, wo ich fast schon überlegen würde anzugreifen. Ich mache es jetzt nicht, weil ich noch so weit entfernt bin und weil ich derzeit auf Nahrung aus bin und nicht auf Gold. Aber hier könnte man überlegen anzugreifen aufgrund der Bauweise und der großen Menge an Beute. Wobei das meiner Meinung natürlich auch nach auch immer maßgeblich davon abhängig ist, wie weit sind wir noch entfernt vom Ziel. Und da ich noch 2 Millionen Nahrung farmen muss, aufs Gold kommt es mir diesmal nicht an, lasse ich das sein. Wir schauen erstmal, ob was im Stadtzentrum drin ist. Das ist ja üblich. Sobald man ins Stadtzentrum rankommt, sollte man das natürlich auch testen. Okay, ist nichts im Stadtzentrum drin. MTWs natürlich auch immer zuerst setzen. Es sei denn, davon, das sind irgendwelche aggressiven Verteidigungsgebäude direkt im Weg. Jede Sekunde, die MTWs mehr Zeit haben, Truppen zu produzieren, habt ihr im Endeffekt und in Summe dann natürlich auch mehr Truppen zur Verfügung, die euch als... Oh, ein MT wurde sofort zerballert von dem scheiß Kanonenturm. Alter, das ist ja nicht mehr normal. Na gut, das ist natürlich ärgerlich. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange der MTW dauert, bis dass man den produziert hat. Jetzt schießt euch mal durch die Mauern. Dann kann ich auch reinversammeln. Jetzt kann ich reinversammeln. Andernfalls gehen wir... die Artillerie ist durch die Mauer gebackt. Keinen Heilkarren verlieren. Sauber. Komm schon. Oh Mann, das mit dem MTW, das sage ich also... Das ist schon schwierig zu beurteilen. Ich weiß es nicht. Im Weltkriegsangriff wäre das natürlich egal. Da schaut man nicht primär auf die Verluste. Aber jetzt gerade den MTW direkt am Anfang zu verlieren, war natürlich blöd. Das sind 12 Truppenplatz, die einfach verschwinden. Jetzt sollte ich mal die Flugzeuge auch nochmal mit einsetzen. Mich gerade konzentrieren. Okay, wir haben die Mörser alle ausgeschaltet und die Mörser standen jetzt extrem nah beisammen, wodurch, dadurch, dass dann mehrere Mörser schießen, oftmals auch der Effekt simuliert wird von stärkeren Mörsern. Sprich, wenn man die Mörser extrem nah zusammenstehen hat, sodass man sich schon wieder miteinander sabotieren kann, ist das im Weltkrieg natürlich extrem dumm, im Multiplayer, wenn man keine Taktiken setzen muss, aber teilweise sehr ärgerlich, weil man, wie gesagt, dadurch, dass man keine Taktiken setzen muss, die Nähe der Mörser nicht ausnutzen kann und das einzig und allein einen Nachteil bietet, wenn man mit so viel Fernkämpfern angreift. Bis jetzt muss ich sagen, hat der MTW mir zwar genutzt, oder die MTWs haben zwar genutzt, aber ich konnte jetzt keinen Riesenvorteil dadurch erkennen, dass ich sie jetzt dabei hatte. Das ist mal was anderes und es ist mal interessant, das zu sehen. Die überwiegende Zeit werden sie, glaube ich, auch funktionieren. Aber gerade dann, wenn es ein bisschen hektischer wird und das nicht mehr so ein kontrollierter Kampf ist wie jetzt gegen einen vollkommen unterlegenen Gegner, weiß ich nicht, ob das tatsächlich weiterhin Sinn macht. Ich werde jetzt auch weiter auf 5 Sterne gehen, weil ich die Diamanten noch brauche, um für den Weltkrieg, also ist ja nur ein Weltkriegsaccount, Serathul hier, die schweren Panzer rufen zu können. Die kosten relativ viel.
2 Minuten 43 Sekunden. Okay, die Ausbildungszeit des MTW oder der MTW scheint auch verkürzt zu sein. Ich weiß es gar nicht, um wie viel der Ausbildungssegen das Ganze verkürzt. 55% oder so. 66%, also um 2/3. Das bedeutet ja letzten Endes, wir müssen die Zeit hier einfach nur mit dem Doppelten, das Doppelte drauf addieren. Sprich 2,43, dann sind wir bei 86 Sekunden, 1 Minute 26. 5 Minuten 26 obendrauf sind 7 Minuten 26. Sind 8 Minuten, kommt das hin? 8 Minuten müsste dann der normale MTW dauern. Weiß ich jetzt gar nicht. Ja gut, 12 Truppenplatz, das stört mich. Das einzige ein bisschen am MTW, ansonsten relativ nützlich. Hier wieder so ein Beispiel, viel zu starke Basis dafür, dass man absolut keine Beute bekommt. Ja, so ein Mittelding. Ich würde sagen, von außen sieht die Basis jetzt stärker aus, als sie eigentlich ist. Wir haben überwiegend unterhalb vom Industriezeitalter. Aber wie gesagt, ich bin auf Nahrung aus und das macht jetzt relativ wenig Sinn für mich, hier so einen Kamikaze-Angriff zu starten. Was mir ebenso ziemlich schwer gefallen ist, wieder eine viel zu starke Basis für die Beute. Ich rede immer nur von Effizienz jetzt. Was mir ebenfalls relativ schwer gefallen ist, oder was mir jetzt immer noch schwer fällt, ist zu separieren. Das ist nur ein zweiter Account, steckt da nicht zu viel Arbeit rein. Weil ich habe eben schon wieder gedacht, ah, du könntest ein Stück Mauer leveln. Und dann dachte ich mir, halt, nein, machst du nicht. Es ist nur ein zweiter Account. Im Notfall gibst du den, oder du gibst den bald vielleicht sogar eventuell ab. Je nachdem, ob der noch gebraucht wird. Und der ist jetzt nur dazu da, um Forschung zu betreiben, bevor sie mit dem Hauptaccount verfügbar ist. Absolut unsinnig von der Beute her. Absolut selbes. Ja, das ist schon ziemlich stark, aber die Basis ist ebenso, ihr seht es hier schon. Überwiegend, ja, Atomzeitalter. Schlussfolgernd daraus muss ich aber sagen, habe ich auch bemerkt, dass ich mit der Basis von Serathul jetzt, die auch Ressourcen verteidigt und schon, die ist zwar nicht stark ausgebaut, aber sie hat eine gute Bauweise, dass ich sehr, sehr selten von anderen Spielern mit 100% Versuch angegriffen werde. Sprich, die meisten, die mich angreifen, versuchen nur kurz die Ressourcen zu holen und wieder wegzugehen. Hier überlege ich gerade, ob ich angreife. Ich glaube, ich greife an. Wir haben keine Segen. Hier muss ich natürlich extrem strategisch vorgehen. Ich hoffe, ich verliere jetzt nicht alle Truppen. Oh Mann, das ist jetzt ein Risiko. Ich setze jetzt auch den Söldnerkönig hier. Wie heißt der nochmal? Napoleon habe ich jetzt auch nochmal mitgesetzt. Ich habe nur 2 Flugzeuge, das wird jetzt richtig, richtig tricky. Ich glaube, die Söldner setze ich sogar auch. Ich muss jetzt einfach auf Nummer sicher gehen. Ich kann es mir nicht erlauben, dass ich jetzt so früh, das heißt so früh, noch in gut knapp 2 Millionen Entfernung von meiner eigentlichen Summe, die ich brauche. Ich muss mich jetzt konzentrieren, wie gesagt. Also es kann jetzt sein, dass es ein bisschen stiller wird. Ich möchte hier nicht alles verlieren. Das wäre extrem blöd. Oh krass, die Panzerzerstörer. Ja gut, Panzerzerstörer, die heißen wahrscheinlich nicht ohne Grund so. Sind extrem stark. Und extrem dumm, wie ich sehe. Alter, sind die blöd. Herr Jemine. Gut, aber das hätte ich mir jetzt fast denken können. Bei dem Versammelpunkt, wo ich ihn gewählt habe. Landmine, irgendwas ist drin verreckt. Was ist da bitte zum Öltank gelaufen? Sieht aus wie ein Infanterist. Jetzt teilen sich die Truppen extrem auf. Jetzt muss ich im Auge behalten, wo lang die laufen. Okay, meine Jagdpanzer werden jetzt kaputt gehen, oder? Schaffen sie den Kanonenturm? Ja, die schaffen den sogar. Ich versammle jetzt nochmal raus, was an sich sehr blöd ist. Ich habe gemerkt, ganz oft... Oh, jetzt geht der Jagdpanzer auch kaputt. Wohin er auch bitte versammelt? Ich habe gemerkt, es ist extrem dumm, gerade bei so großen Basen, immer außen rum zu gehen. Weil die Basen... weil es dann ganz oft von der Zeit nicht reicht. Wenn die einen bestimmten Ausbaustatus haben. Und das reicht schon, wenn die irgendwie im globalen Zeitalter sind oder Ende Industriezeitalter, wenn man dann mal blöd in Stacheldraht oder so rein versammelt. Aber alles in allem sieht es gerade sehr gut aus. Ich meine, ich habe auch einiges hier gesetzt, um sicher zu gehen, dass das funktioniert. War jetzt eigentlich nicht so ein sinnvoller Angriff, wenn man überlegt, wie viel Handelsgüter ich jetzt dadurch verballert habe, dass ich die, wie heißen die, Panzerzerstörer mitgesetzt habe. War gut. Irgendwie will ich euch auch was präsentieren. Soll ja nicht nur langweilig möglichst effizient sein. Komm, der letzte Mörser muss noch weg. Das muss ich versammeln. Komm schon. Jawohl. Keine Artillerie verloren. Ich sag immer Artillerie. Feldhaubitzen. Hier sieht man die Panzerzerstörer im Einsatz. Gut, das ist natürlich Atomzeitalter gegen globales Zeitalter. Aber es war ein defensiver Panzer. Heißt, der hat einen Boost auf seine Werte. Also sprich, der hat
verbesserte Werte, dadurch, dass er in der Verteidigung agiert. Boah, zum Glück kein Flugzeug verloren. Jetzt kommt noch ein schwerer Panzer raus und ich muss sagen, ich habe erstaunlich wenig Truppen verloren. Nichts von dem, was mir wichtig war. Ist gut gelaufen. Wir sind auch nur noch 1,2 Millionen entfernt von unserer Zielsumme. Was ich eben schon erzählt hatte, wenn wir jetzt gleich hier den Defensivlog angucken, dann sieht man auch schon, hier sind immer nur Spieler, die sich droppen. Mega viele, dann natürlich die Homos vom Dienst mit ihren Nachthexen, die sind immer noch unterwegs. Hier hat man nochmal einen Raider, immer nur gedroppt. Gedroppt, brauche ich euch ja nicht erzählen, wenn die nur eine Truppe sitzen. Das hier war, weiß ich nicht, was das sein sollte. Nahrung geholt. Hier war ein Angriff, der sollte auf 100% gehen, ist bei, weiß ich nicht was, sieht man die Prozentzahl hier irgendwo, ist auf jeden Fall gescheitert. Das war auch so ein komischer Mischangriff aufs Stadtzentrum. Aber das zähle ich alles als Droppen, weil wenn die das Stadtzentrum nehmen, ist für mich nicht schlimm. Hier hat auch jemand versucht anzugreifen, aber irgendwie nicht ganz. Die Truppenkomposition sieht total komisch und merkwürdig aus. Ganz viele Dropper, ein bisschen mit Raidern. Also kein kompletter Angriff mehr über die letzten weiß ich nicht wie viele Tage. Ja, und ich war tatsächlich mit mehreren Millionen permanent offline. 3-4 Millionen dürften es gewesen sein. Also man konnte immer so um die 300.000 holen. Viel zu wenig. Wieder viel zu wenig. Bezüglich Handelsgüter ist mir aufgefallen, im globalen Zeitalter holt man sich am liebsten die Jagdpanzer als Söldner. Die kosten Metall und darum hat man immer viel zu wenig Metall, zu viel Apfelwein. Im Atomzeitalter dann muss man sich für, glaube ich, 8 Apfelwein und 2 Diamanten jeweils pro Stück Panzerzerstörer holen und dann hat man auf einmal wieder Apfelwein zu wenig. Also das wechselt von Zeitalter zu Zeitalter. Im Industriezeitalter war es ja auch Apfelwein aufgrund der Flammpanzer. Ja, nee, wieder absolut zu hoch für die Beute. Bezüglich der Handelsgüter ist es ja auch so, dass Apfelweinknappheit an sich besser ist oder besser handelbar ist als Metallknappheit, da man, warum auch immer, nur 3 von den blöden Goldminen hat, aber dafür 8 Apfelbäume. Ich meine, es wären 8. Auf jeden Fall zu viele im Vergleich. Nee. Wieder nicht. Das ist so krass. So viele Basen, die man skippen muss. Ich habe eben gefühlt 10 Minuten lang geskippt. Nur Gold. Wieder. Absolut nein. Wie gesagt, warum ich jetzt die ganzen Basen zeige, ich wurde angefragt, die Basen zu zeigen, um mal zu sehen, wie viel man im Atomzeitalter tatsächlich wegdrücken, also skippen muss und wie viel man dann nehmen kann. Hier stehen die Mörser sehr eng beisammen. Optimal eng würde ich fast... Ne, sie stehen optimal eng zusammen. Bis auf hier vorne, da stehen sie... Oder? 1, 2, 3, 4. Genau, hier stehen sie sogar 1 zu weit auseinander. Ne, 4, 4, 4, überall 4. Überall perfekt. Ich habe Halluzinationen. So, Stadtzentrum auslösen. Nix drin. Oh, 46 Fernkämpfer nur dabei. Aber wieder 2. Oh, die Karawanen verschwinden alle. Plupp. Dafür 2 MTWs. Jetzt überlege ich, wie ich am besten. Ich habe auch wieder ein drittes Flugzeug. Wie ich am besten gleich an die Mörser rankomme. Wir haben keine Gatlinger, sehe ich gerade, zum Glück. Komm, mach bitte den Mörser weg. Ja. Oh, da habe ich natürlich richtig scheiße gesetzt, direkt neben die Kanonentürme. Oh oh. Alter. Das war natürlich jetzt richtig dumm. Ich habe auch ein Flugzeug verloren. Keine Ahnung, was ich mir dabei gedacht habe, da rein zu versammeln. Ich verliere jetzt sogar noch mehr. Nee, doch nicht. Sie haben den Mörser platt bekommen. Muss ich aber ganz schnell hier raus versammeln. Alter, ich habe meine Heilkarren alle verloren. Jetzt wird es richtig knapp. Den Angriff können wir auf jeden Fall rausstreichen. Ist mir jetzt schon peinlich. Ich weiß auch gar nicht, warum da hinten so viel Panzer kommt. Ich glaube, das kommt dadurch, dass da die Akropolis steht. Derjenige hat auch auf jeden Fall in seiner Universität geforscht, weil eine Feldhaubitze mit geboosteten Schaden schafft es hier nicht, einen Aufklärungszeitalter-Turm rauszunehmen. Also hier ist ziemlich viel Universitätsforschung getätigt. Das weiß ich auf jeden Fall.
Bei meinem Spielstand, bei meinem globalen Zeitalter-Spieler, kann ich einen Aufklärungszeitalter-Turm sogar ziemlich locker rausnehmen. Spätestens, wenn ich Teutonenwut habe. Und Teutonenwut sind ja nur 15% Bonus. Ich meine aber, vom globalen aufs Atomzeitalter bekommt man mehr als 15% Bonus für seine Haubitzen. Jetzt trennt euch doch nicht. Alter, die Fernkämpfer laufen immer alleine rum. Oh oh, der MTW geht gleich drauf. Ich habe nur noch einen, einer ist schon draufgegangen. 56 Sekunden, wir müssen die Basis noch sauber machen, ansonsten verlieren wir die Flugzeuge. Um die wäre es extrem schade. Wir haben noch 750.000 zu gehen. Ich muss gleich überlegen, wann ich meine Flugzeuge einsetze. Ah, schon wieder eine Feldhaubitze weg. Ich habe auch keine gespendeten Truppen, sehe ich gerade. Keine gespendeten mehr. Kümmert euch doch bitte mal um das Panzerdepot. Sauer. Ja, ich glaube, jetzt schaffen wir es. 20 Sekunden dürften noch alle mal genug sein. Ja. Also wir bleiben dabei. Der Angriff war absolut scheiße. Auch wie ich die... Oh, der hat die Flak mir fast noch ein Flugzeug gekillt. Boah, krass. Das hat mich jetzt mega viel gekostet. Minuten Zwangspause sind vorbei. Ich habe mich von meiner Pflichtschelle, die ich kassiert habe, für den Angriff erholt und wir gehen wieder zurück. Nope. Mir fällt es auch im Weltkrieg zugegebenermaßen schwer, immer wieder umzuswitchen zwischen deutschen Truppen, britischen Truppen, weil sie sich tatsächlich anders verhalten. Also es klingt jetzt blöd, aber ich merke es im Weltkrieg. Die Basis hier läuft eigentlich schon wieder, auch wenn wir viel zu viel Gold haben. 300.000 Nahrung ist auf jeden Fall ein Grund, um anzugreifen. Wir müssen uns halt nur überlegen, von wo wir am besten rangehen. Die Scharfschützentürme sind auf jeden Fall scheiße. Die gehen mir auf den Sack und da werde ich auch einfach mal direkt hier die Flugzeuge drauf schicken. In der Regel sollten die den Scharfschützenturm platt bekommen. Wir schauen wieder, ob was im Stadtzentrum ist. Wir sehen, soweit ich sehe, wenig ausgelöste Fallen. Also, nee, ist nichts im Stadtzentrum. Und jetzt die Mörser alle der Reihe nach ausschalten. Hoffentlich. Schaffen wir das? Kommt schon. So, jetzt versammle ich direkt am besten schon mal hier rein. Das bedeutet nämlich, meine Heilkarren werden nicht gefressen von den Scharfschützentürmen. Und, ach, die beiden wurden neu rausgesetzt. Darum sind die nicht mit zum Versammelpunkt gelaufen. Und wir steuern auf den Scharfschützenturm zu. Hier unten kommt natürlich noch ein Mörser. Aber derzeit schießt der Mörser auf keine empfindlichen Teile. Der schießt perfekt nur auf den APC, was mir richtig gut gefällt. Ja, das gefällt mir richtig gut. Jetzt bitte noch den Mörser sauber, den Mörser wegmachen, hier rein versammeln. Ich habe auch eine Menge an Infanteristen, glaube ich, jetzt gerade schon dabei. Sieht aus wie so ein souveränes Infanteristen-Schutzschild. Wenn das nämlich genug werden, dann machen einem nur noch die Reduten ein bisschen zu schaffen. Mörser eventuell auch, wenn sie ganz oft drauf feuern. Aber so wie es jetzt gerade aussieht, läuft es eigentlich ideal. Schaut mal, wie viele Infanteristen da vorne rumgeiern. Das ist natürlich jetzt die Redoute. Die macht relativ viele von den Infanteristen Matsche. Und wenn natürlich Mauern dazwischen sind, ist natürlich auch immer ganz blöd für Infanteristen. Okay, wir haben alle Mörser eliminiert, sofern ich das sehen kann. Nichts Schwerwiegendes verloren. Jetzt können wir die Truppen sogar aufteilen lassen. Sprich, wir lenken die nicht mehr. Wir schauen jetzt einfach mal, was die machen. Ja, die Infanteristen haben echt gut Power, wenn es nur darum geht, Gebäude anzureißen. Wir kümmern uns schon mal um die letzten noch stehenden Gebäude. Die Basis ist soweit durch, würde ich das sagen. Nichts. Oh, ich habe jetzt gedacht, durch die Germanerie verliere ich noch was. Hat aber gut geklappt. Wie gesagt, wir gehen wieder auf 6 Sterne, weil ich die Nationalhandelsgüter brauche. Ey, lass den General doch in Ruhe. Ein paar Infanteristen haben wir verloren. Wo sind die letzten Gebäude? Ach. Wir hätten doch eigentlich schon gehen können. Stimmt, man braucht ja die letzten Verteidiger gar nicht mehr ausschalten. So, 6,8 Millionen bedeutet die... Forschung hier, die Defensive, so ist sogar eine defensive Forschung, können wir sogar anschmeißen. Hätte ich nicht gedacht, dass ich die anschmeißen kann, weil die mir eigentlich zu viel gekostet hat, dafür, dass ich absichtlich darauf hinfarme. Aber bevor ich das Geld jetzt in ein Stück Mauer stecke, hole ich mal lieber 10% mehr Luftabwehrangriff für die ganze Basis. Ist
definitiv souverän. Die stärksten Sachen sind sowieso hier schon erforscht. Radar ist erforscht, Betrug ist erforscht und Widerstand, was die Basis alles in allem ziemlich eklig macht dafür, dass sie so ein Low-Level hat. Also wenn ihr mal überlegt, Schießpulver, Aufklärungszeitalter, gerade Türme, die man nicht hochgelevelt hat, dann niedrige Flugabwehren, nur globales und Atomzeitalter, ansonsten zweimal Industrie-Low-Level. Die Flugabwehr ist an sich nicht gut ausgebaut hier. Wir haben zwar hoch gelevelte Fallen, aber dadurch, dass die Flugabwehr jetzt alle nochmal 10% mehr Schaden bekommen, sind wir hier bei über 700 Schaden bei der Atomzeitalter-Flugabwehr, was absolut Beast-Mode ist. Dann hier 570 Schaden. Boah, krass ist da ein Unterschied zwischen 525, da sind die 10% hier noch nicht drin, und 678. Also es gibt echt gut Dampf, wenn man die Gebäude auf Atomzeitalter upgradet. Ja. Noch 500.000, dann haben wir es endlich geschafft und der Heli kann gestartet werden. Dann sehen wir uns dann in 12 Tagen spätestens mit den Helis wieder. Absolut nicht empfehlenswert. Ebenso, oh Mann. Ab 1100 bis 1300 Orden findet man tatsächlich so viele Basen, die viel zu stark sind, und dann auch noch mega viele Basen, die viel zu stark sind, als dass man sie irgendwie im Sinne von Farmen platt machen könnte, und gleichzeitig haben die keine Beute mehr da. Das ist zu low level und auch fast keine Beute. Da gehen ja mehr, im Endeffekt kosten die Truppen im Atomzeitalter so viel, da hätte man fast die Truppenverluste dann fast nur raus. Ja, schon besser, aber wie gesagt, Nahrung. Nope. Ja, könnte man machen. Nee, für 270.000. Wieder nur Gold. Beispiel für overpowerte Basis, wenn es dann darum geht, minimal Beute abzustauben im Verhältnis. Beispiel für beides, Kackbasis mit Kackloot. Ja, das ist jetzt so ein Mischding, aber wir haben drei globale Zeitalter-Depots. Jetzt bin ich auch recht wählerisch gerade. Nee. Ihr seht, ich bin bei 800 Orden und verhältnismäßig lange schon am... Ich habe auch keine Stärke des Gladiators mehr, wo ist die hin? Alter, manchmal verschwinden Taktiken einfach so. Ich setze die nur im Weltkrieg ein, wirklich nur im Weltkrieg, zumal ich den Account ja auch sonst nicht bespiele, und die ist trotzdem weg. Alter. Boah. Pff. Und wir sind weiter am Skippen. Nö. Ach, schönen Gruß an Wolfenstein von German Warfare. An den erinnere ich mich auf jeden Fall noch. Den lasse ich auch einen Gruß da. Alter. Was ist das für ein Basislayout? Auch interessant. Sieht irgendwie aus wie so eine Kaulquappe mit fetten Hoden. Ja, Beute ist okay, aber dafür ist die Basis zu stark. Ja, sonst nehmen wir den hier. Oder? Ja. Nicht zum Stadtzentrum. Und jetzt geht es wieder darum, den Mörsern auszuweichen. Das ist wieder so ein doofer Spießrutenlauf. Wo sind die Heilkarren eigentlich? Werden die beschossen? Ne, die werden nicht beschossen vom Scharfschützenturm. Wohin schießt der nächste Mörser? Ist alles in Ordnung noch? Okay, die lösen jetzt natürlich die Generäle aus. Kaka. Jetzt geht der MTW auch noch drauf. Nein! Oh, nein, jetzt ist der MTW doch noch drauf gegangen. Ich glaube, ich habe auch ein scheiß Geschütz unten verloren, weil ich nur oben auf... Ey, so dumm, wo ich jetzt hingeglotzt habe. Versammelt euch alle mal hier. Oh Mann, ich war mir so unsicher. Ich wusste jetzt nicht, ob ich den MTW aufhalten soll oder nicht durch ihn versammeln. Ich habe mich für das Falsche entschieden. Ich habe es nicht gemacht. Egal, 2 Minuten 50 dauert, glaube ich, MTW nachzuproduzieren. Also ist echt wenig. Was im Aufbildungssegen auch übrigens richtig scheiße ist, wenn man einmal was nachproduziert, also sprich, wenn man jetzt, oder wenn man schon was am Produzieren ist, und das ist übelst niedrig, schon irgendwie bei einem Bruchteil nur noch des originalen
ja, wie nennt sich das? Einem Bruchteil von der originalen Zeit, sage ich jetzt mal, das dauert normalerweise 5 Minuten und du bist schon bei 20 Sekunden angekommen und mittendrin geht der Ausbildungssegen aus, dann darfst du ja wieder die komplette Zeit neu produzieren, also sprich 15 Minuten oder so, anstatt dass der es proportional umrechnet. Das ist echt richtig behindert, weil die Ausbildungssegen enden ja nie perfekt irgendwo mittendrin beim Ausbilden oder nach Ende einer Ausbildung. Meistens enden die ja mittendrin. Wir haben jetzt noch eine Geschütz verloren. Ich weiß nicht wo. Wahrscheinlich latschen die da oben alle in die Fallen rein. Gut. Sind jetzt eh fast da. Wir brauchen noch einen Angriff, genau. Dann sind wir auch schon bei knapp 40 Minuten. Also habe ich das ganz gut abgeschätzt, dass ich nur so 2,5 Millionen übrig gelassen habe zum Farmen. Ich dachte mir schon, gerade dadurch, dass wir die Basen nicht wegdrücken diesmal, wird das eine lange Episode. Oh, war doch keine Widerstandsforschung. Ne, keine Widerstandsforschung. Gut, war auch ein relativ junger Account, so wie man das gesehen hat. Ich glaube, relativ früh im globalen Zeitalter. So, endlich letzter Account oder letzter Angriff. Weiß ich gar nicht, hauen wir hier nochmal einen raus? Ne, nachher verrecken mir so viele Truppen, dass mich die Ausbildungskosten mehr kosten, als ich eigentlich eingenommen habe. Das ist mir schon oft passiert, gerade bei Nahrung. Bei Gold geht das ja nicht. Nö. Alter. Farmen macht definitiv weniger Spaß im Atomzeitalter als in früheren Zeitaltern. Hier sind die Mörser so verteilt. Ich glaube, da muss man einfach zuschlagen. Andernfalls ist man dumm. Wir haben jetzt sehr wenig Truppen dabei. Das könnte wieder mal riskant werden. Aua. Boah, jetzt hätte ich fast neben das Stadtzentrum geklickt. War nichts im Stadtzentrum drin. Oh, jetzt wird's interessant. So, da kann ich alles raushauen. Kommen Generäle raus. Ich habe ja nur einen dabei. Das heißt, alles raushauen. Das sind nur die Generäle. Oh, Gatlinger, ne? Leute, jetzt kommt mal hin. Genau, und jetzt macht ihr mal bitte eure Arbeit. General, du stirbst nicht. Hoffentlich. Nee. Die anderen macht alles kaputt. Da ist schon wieder einer durch die Mauer geglitscht. Wie auch immer. Ah, ich glaube, das schaffen sie. Ja. Ja, da ist nichts gestorben. Sauber. Das war gut. Müssen halt irgendwie noch gucken, dass wir die Heavy Tanks da wegbekommen. Ja, der Scharfschützensturm zerballert jetzt natürlich den einen Heilkarren weg. Jetzt muss ich halt die Flugzeuge einfach raushauen. Scheiß drauf. Habe ich den Mörser jetzt nicht getroffen? Boah, wie schlecht. Alter. Und jetzt Feuer. Kommt schon, Jungs. Alter, kommen da viele Panzer. Boah, die Flugzeuge sind so stark. Selbst die globalen Zeitalterpanzer rasieren die einfach mit einem Anflug weg. Das ist geil. Das Versammeln war jetzt nicht ganz so optimal, weil noch relativ viel von der Basis steht. Ich glaube, jetzt werde ich alle Truppen verlieren, aber wir sind auf 250.000 über Soll. Jetzt muss ich gucken, wie ich da hinten irgendwie noch an das restliche, an die restliche Nahrung rankomme. Boah, die Truppen sind jetzt so langsam. Ich glaube, ich muss es gleich einfach versammeln, alle Truppen opfern. Da kommt jetzt auch noch ein Flammenpanzer raus. So, alle geopfert.
Ich glaube, das klappt gerade so. Ich meine, verloren hätte ich die Truppen jetzt so oder so. Ich wäre nicht mehr um die Basis rumgekommen. Aber ich glaube, das macht jetzt nochmal das Beste aus der Situation. Ja. Okay, wir haben jetzt alles geholt. Können auch direkt abhauen. So, endlich. Bevor mir das Spiel abschmiert oder wieder irgendwas anderes passiert. Angriff, Helikopter und Klick. 12 Tage, wir sehen uns. Ich denke, ich werde dann sogar regelmäßig die Videos bei Serathul gucken, dass ich noch den mit 1000 Kronen den zweiten Waffenkammer-Slot freischalte. Ich werde den Account nicht so aktiv bespielen, aber nichtsdestotrotz schaden kann der auf jeden Fall nicht. Ich habe jetzt auch ordentlich Generäle gerade eben verbrannt. Die Fabriktruppen mache ich mal wieder raus, denke ich. Oder werde ich die für den Weltkrieg mal benutzen? Ja, ich könnte die für den Weltkrieg eigentlich mal benutzen. Hier wird alles ausgebildet, Flugzeuge auch alles. Generäle stellen wir noch irgendein. So, oben drauf. Oh, da wird auch wieder ein Taktikbug ausgebildet. Okay. Gut, soweit sind wir fertig mit allem, Leute. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen, hat euch ein bisschen Einblick beschert ins Atomzeitalter. Für mich war es zugegebenermaßen natürlich auch neu. Ich bespiele den Account genauso selten wie ihr. Ihr seht jedes Mal, wenn ich hier eine Episode drauf aufnehme. Wenn es interessante Weltkriegsangriffe gibt, werde ich die auf jeden Fall mit euch teilen. Jetzt nicht gegen irgendwas Industrie oder Anfang globales Zeitalter. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Euer Domination Tipps.